Kwiecze ist eine Gemeinde mit 34.000 Einwohnern, gelegen im unteren Weichseltal in der Region Kujawsko-Pomorski. Die Stadt liegt an der Kreuzung der Nationalstraßen Nummer 1 und 5 und ist mit allen größeren Städten des Landes verbunden. Die Nähe zur Autobahn A1 ermöglicht eine schnelle Kommunikation mit dem Flughafen Danzig. Die direkten Busverbindungen von den Bahnhöfen Laskowice und Terespol nach Kwiecze sind sicherlich ein großer Vorteil, wenn Sie unsere Stadt besuchen wollen. Die Stadt besitzt die ältesten Gebäude in der Region Kujawsko-Pomorski. Sie sind im 12. Jahrhundert erbaut worden. Die Bauwerke sind Zeuge wichtiger Ereignisse der polnischen Historie. Das Regionalmuseum zeigt die Geschichte der Stadt und der Region. Es erinnert mit Ausstellungen und mit historischen Inszenierungen an die Vergangenheit. Die dynamische Wirtschaftsgemeinschaft ist für Anleger sehr attraktiv. Es ist kein Zufall, dass eine Stadt, deren Logo ein Scrollpapier im Wappen hat, die größten Fabriken der Papierindustrie beherbergt. Mondi Kwiecze S.A. Die Grundstücke Wistula Park und Wistula Park 2, zusammen ca. 60 Hektar groß, bieten ideale Standortbedingungen mit voller Infrastruktur und verkehrsgünstiger Lage für jeden Investor. Schnell wirkende Wirtschaftsunterstützung des Fundusz Poręczeń Kredytowych und Steuererleichterungen bieten für jeden Anleger eine freundliche Atmosphäre. Das Kwiecze-Zentrum für Kultur, Sport und Freizeit achtet darauf, dass bei Veranstaltungen und Festivals stets Kultur auf höchster Ebene dargeboten wird. Jedes Jahr gibt es das internationale Brassband-Festival und eine Reihe von Veranstaltungen unter dem Namen Aufwachen. Ziel der Veranstaltungen ist es, Menschen näher zu bringen und Denkanstöße für die moderne Kunst zu geben. Bei zahlreichen Veranstaltungen wird die Kultur des Mittelalters gezeigt. Während der Tage des Lovers Festivals und bei dem Konzert Jarmark Koczewski kommen im Sommer immer sehr viele Besucher. Die Stadt besitzt auch viele sozial aktive Organisationen. Die Ausbildung in Kwiecze hat ein hohes Niveau. Es gibt hier Grundschulen, Sekundarschulen sowie Gymnasien und Hochschulen für verschiedene Sprachen. Die Stadt wurde ausgezeichnet für die Koordination des Englischunterrichts an den Grundschulen und bekam ein Zertifikat des European Language Label. Die Stadt legt sehr großen Wert auf die physische Entwicklung der Gemeinde und veranstaltet im ganzen Jahr eine Menge Sportveranstaltungen auf regionaler, nationaler und globaler Ebene. Internationale Juniorenradveranstaltungen, Hallenfußballturniere und Frauenvolleyballturniere sind nur ein kleiner Teil der vielen Sportveranstaltungen unserer Stadt. Die Firmen von Kwiecze sind sehr gerne Schirmherr von den Veranstaltungen und sponsern die Sportaktivitäten wie den Triathlon Mondi Papier. Kwiecze verfügt über sehr gut ausgestattete Einrichtungen, vor allem in Form einer Eventhalle mit großem Konferenzraum. Die Stadt besitzt ein großes Stadion und hat einen neuen Spielplatz, Orlik 2012. Außerdem gibt es zahlreiche Vereine und Clubs für verschiedene Sportarten. Ein dichtes Netz von Wanderwegen macht die Region zu einem der interessantesten Teile der Provinz. Auf Touristen warten in der Stadt und in der Gemeinde viele Attraktionen. Majestätische Burgen von den Kreuzrittern, ein Marktplatz mit Häusern aus dem 19. Jahrhundert, sowie Barockkirchen und historische Gebäude sind einige der Attraktionen, die unsere Stadt zu bieten hat. Ein paar Minuten vom Zentrum entfernt liegt die gotische Pfarrkirche. Sie bezaubert mit ihrer Schönheit und der historischen Geschichte. Man sollte auch einen kleinen Ausflug nach Chrystkowo machen, wo man Mennonioter-Häuschen aus dem Jahre 1770 besichtigen kann. Die perfekt erhaltenen Reste gehen auf niederländische Siedler zurück. Jedes Jahr im August kommen viele Touristen, die Bioprodukte schätzen und besuchen das Festival von Grudziądz. Die Rezepte der angebotenen Speisen werden von Generation zu Generation an die Kinder weitergegeben.
Während des ganzen Jahres lädt die Stadt Grudziądz zu Workshops ein. Gezeigt wird die Herstellung von Bio-Lebensmitteln wie zum Beispiel Käse, Rauchfleisch und Fisch. Im Dorf gibt es auch eine historische Mühle aus dem Jahr 1888 und eine Sammlung alter Sorten von Kulturpflanzen. In Kozłowo findet man historische Bauten und eine alte Eisenbahnbrücke. In Włocki locken die Touristen die bezaubernde Kirche aus dem 17. Jahrhundert und auch der alte Friedhof ist ein Blickfang. In Bore Tucholskie sind lange Wanderungen im Wald möglich oder Pilze suchen, um später ein gutes Mahl zu kochen. Ein längerer Aufenthalt in Świecie ist eine sehr gute Idee. Viele Hotels und schöne Bauernhöfe mit hohem gastronomischen Standard, schöne Campingplätze, lange Wanderungen in malerischen Landschaften und historische Burgen machen einen Urlaub in dieser Gegend perfekt. Nach einem erlebnisreichen Tag können Sie sich auf einen schönen Abend in Świecie freuen. Sie können sich im Hallenbad durch Schwimmen entspannen oder beim Bowling körperlich aktiv sein. Oder Sie können ein Kino besuchen oder in eine Disco gehen. Die zahlreichen Restaurants, Pizzerien, Cafés und Bars und ein großer Sommergarten werden anspruchsvolle Gäste sehr verwöhnen. Die gute Lage, stabile Wirtschaft, anspruchsvollen Unterkünfte, sehr gute Gastronomie, zahlreiche Sehenswürdigkeiten und viele kulturelle und sportliche Aktivitäten sind nur einige der Vorteile der Gemeinde Świecie. Ein Aufenthalt in dieser malerischen Ecke Polens lohnt sich immer. Wir laden Sie herzlich ein, die architektonischen Schmuckstücke dieser Region zu besichtigen und die malerischen Orte sowie die polnische Atmosphäre zu genießen. Świecie, weltweit einzigartig.